Michele Rizzi, zweiter Spieltag, zweites 0:1. Wie fühlt es sich an? Total beschissen. Ich glaube, dass wir bis zur gelb-roten Karte glasklar besser waren. Wir haben uns ganz gute Chancen rausgespielt, hätten ein Tor machen müssen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt, bis wir das 1:0 machen. Und kriegen so eine dämliche gelb-rote Karte. Sind dann 30 Minuten in Unterzahl. Das Tor für Rostock schießen wir auch selber. Also, es war 10 Minuten richtig Slapstick, was wir gemacht haben. Und dann verlierst du so ein Spiel, das du niemals verlieren darfst. Wir waren ja sowas von glasklar besser. Und es tut mir nur für die Jungs leid, dass wir das Spiel verlieren. Das ist eigentlich, es geht gar nicht. Es geht in meinen Kopf gerade gar nicht rein. Chiron, die Preußen verlieren zum zweiten Mal 0:1 in der Saison. Vor dem 0:1 wollt ihr es spielerisch lösen, glaube ich, aber es ging nicht ganz gut. Kannst du nochmal beschreiben? Ja, das stimmt. Wir haben einen Abschuss. Wir spielen den Ball kurz auf Basti. Ich wollte mich anbieten. Ja, Basti spielt mich an. Ich wollte dann den Ball zurückspielen. Der ist schon mal spekuliert ein bisschen, schnappt sich den Ball und schiebt ihn dann quer und der eine macht ihn dann rein. Wäre besser gewesen, wenn wir in Unterzahl die Abschlüsse besser lang geschlagen hätten, aber daraus müssen wir jetzt lernen. Die gelb-rote Karte in der 54. Minute auch noch. Ist es momentan irgendwie fehlendes Glück, fehlende Cleverness? Wie würdest du es bewerten? Ja, ich denke, dass die ganzen 50-50 Entscheidungen in den letzten beiden Spielen gegen uns waren. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, haben einige sehr gute Chancen gehabt. Die gelb-rote Karte spielt dir natürlich in die Karten. Mit den Fans an dem Rücken war es halt schwer, aber wir haben auch in Unterzeit, denke ich, trotzdem noch ein solides Spiel gemacht. Verlieren leider 1:0 hier in Rostock. Horst Steffen, zweiter Spieltag, zweites 0:1. Muss man das Spiel heute in zwei Abschnitten bewerten, bis zur 54., bis zur gelb-roten und danach? Ja, ich glaube, dass wir wirklich ein ordentliches Spiel gemacht haben. Gerade erste Halbzeit hatten wir zig Möglichkeiten, auch mal in Führung zu gehen. Und das würde uns wahrscheinlich auch gut tun. Trotz alledem glaube ich, dass wir bis dahin auch das Spiel kontrolliert haben und gute Angriffe gefahren haben, wenig Möglichkeiten zugelassen. Ich wüsste keine richtige von Hansa. Und dann kriegen wir eine gelb-rote Karte, dann sind wir in Bedrängnis. Und letztendlich da hatte ich immer noch das Gefühl, es passiert nicht richtig was vor unserem Tor. Und zweite Aktion ist eben das, oder zweite Geschichte, die uns das 0:1 beschert hat, war einfach ein Ballverlust im Aufbauspiel, der völlig unnötig war. Und dann gehst du durch zwei dumme Aktionen in Rückstand, 0:1. Und wir haben nochmal alles versucht. Aber mit einem Mann weniger ist es deutlich schwieriger, natürlich so ein Spiel dann noch zu drehen. Aber eigentlich eine Niederlage, die nicht notwendig war. Die Jungs, die schon hier am Mikro standen, haben gesagt, die meisten 50-50-Entscheidungen gehen meist nicht zugunsten der Preußen aus. Ist es irgendwie fehlendes Glück oder fehlende Cleverness? Ich weiß es nicht. Schiedsrichter oder Zweikampfentscheidung? Eher Zweikampfentscheidung. Der Ball springt eher zum Gegner. Ja gut, also da muss ich robust reinhauen, um wirklich diese Geschichten zu gewinnen. Also ich kann das so nicht sehen, heute zumindest nicht. Ich fand das gegen Osnabrück fand ich das auffälliger, aber heute fand ich nicht, dass diese 50-50-Entscheidungen gegen uns ausgefallen sind. Ja, ich fand, dass wir es erste Halbzeit gut gemacht haben als Mannschaft, aber dann musst du halt in Führung gehen. Das ist in der dritten Liga, das gab schon so viele Spiele, wo du einfach, wenn du nicht in Führung gehst, irgendwie ein Ding kriegst und am Ende 1:0 verlierst und guckst, hey, warum? Das müssen wir einfach hinkriegen. Dass wir ein bisschen abgezockter sind noch. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwoch kommt Duisburg ins Preußenstadion. Würdest du es jetzt als Fehlstart verbuchen oder würdest du sagen, man muss euch noch 1, 2, 3, 4 Spiele Zeit geben? Ja, scheiße ist der Start natürlich jetzt. Ist klar. Wie gesagt, wir bitten nur darum, dass man uns Zeit gibt. Ich glaube, wer ein bisschen was vom Fußball versteht, hat heute gesehen, was wir können. Die ersten 60 Minuten waren wir wirklich klar besser. Haben die letzten Zentimeter gefehlt, haben richtig gute Kombination gehabt. Basti nach dem Standard, Memo, wenn er den Ball richtig mitnimmt, was nicht so einfach war in der Situation. Juri, der auf dem zweiten Pfosten läuft, Volley das Ding drüber haut. Also da hatten wir schon richtig, richtig gute Möglichkeiten. Und jetzt heißt es einfach gegen Duisburg Kopf hoch. Ich bin froh, dass das Spiel gleich wieder Mittwoch ist. Da können wir das dann wieder gut machen. Aber wie gesagt, was sollen wir zum Beispiel vorwerfen? Bis zur gelb-roten Karte waren wir klar besser. Und mit zwei blöden Aktionen verlieren wir das Spiel. Also ich glaube, nicht mal die Rostocker Fans sind halbzeit daran gedacht, dass Hansa das Spiel gewinnt. Und ich glaube, die Spieler selber auch nicht. Die haben sich schon gegenseitig angeschissen in der ersten Halbzeit und waren schon relativ verzweifelt. Und dann machst du zwei so Eier und verlierst das Spiel. Unglaublich. Am Mittwoch gassiert Duisburg im Preußenstadion. Die ersten zwei Spiele sind verloren. Ab wann denkt Horst Steffen über einen Fehlstart nach? Ja gut, zwei Niederlagen sind ein Fehlstart, das ist ja ganz, ganz klar, da braucht man nicht drum herum reden. Ich fand die Entwicklung heute, das war ein besseres Spiel. Ja, letztendlich zählen die Ergebnisse, das weiß ich auch. Und wir müssen gucken, dass wir Mittwoch ein Ergebnis erzielen und eine Spielweise haben, wo wir damit zufrieden sind. Viel Erfolg dabei. Danke sehr.